Naja, die Philosophie, mein Fach, gibt es als wissenschaftliche Disziplin seit 2500 Jahren. Und man könnte denken, dass da die Digitalisierung nicht sehr viel ändern wird. Das stimmt natürlich nicht. Auch in meinem Fach hat die Digitalisierung sehr viel verändert und gebracht. Ich merke das auch selbst, vor allem in zwei Bereichen. Das eine ist natürlich, dass es jetzt viel leichter und einfacher ist, zu recherchieren, zurückzugreifen auf entlegene, lange verschollene Texte, die alle digital aufbereitet sind. Die Zugriffsmöglichkeiten auf Bücher, auch auf Aufsätze, auf Diskussionen ist wesentlich vereinfacht. Und das führt auch dann zum zweiten Punkt, der sich ganz wesentlich geändert hat. Es ist natürlich die Kommunikation, die Vernetzung unter und mit den Kollegen eine ganz andere, eine wesentlich intensivere, eine wesentlich schnellere. Aber das Kerngeschäft der Philosophie, Denken, Lesen, Schreiben, das ist tatsächlich seit 2500 Jahren gleich geblieben. Natürlich bringt die auch in meinem Fach Herausforderungen mit sich, denn die Digitalisierung hat eine Kehrseite. Und die besteht vor allem darin, dass die digitalen Angebote dazu verleiten, vielleicht etwas flüchtiger zu arbeiten, sehr schnell von einem zum anderen zu springen, dekonzentriert zu werden, den Verlockungen der weiten Welt des Internets natürlich nachzugeben. Und das ist natürlich für ein Fach, wo es vor allem auf Konzentrationsfähigkeit darauf ankommt, hartnäckig an einer Sache, an einem Problem dran zu bleiben, wo es darauf ankommt, auch Zeit und Muße zu finden, um sich mit schwierigen Texten auseinanderzusetzen. Da ist diese Ablenkungsgefahr natürlich besonders schädlich. Und es bedarf schon einer großen Selbstdisziplin, um diese Gefahren auch abwehren zu können. Die zentralen Fragen meiner Vorlesungseinheit sind Fragen, die mich persönlich sehr, sehr beschäftigen. Es wird im Wesentlichen um ein Phänomen gehen, das ich immaterielle Objekte nenne, nämlich um das, was wir alle tagtäglich erleben und erfahren, dass wir es im digitalen Raum, in der digitalisierten Welt natürlich nach wie vor mit Büchern zu tun haben, die man sich runterlädt, mit Musik zu tun hat, die man sich runterlädt, mit Bildern zu tun hat, Fotos, die man sich runterlädt, aber man hat nichts mehr davon als Objekt in der Hand. Und ich denke, da ist noch viel zu wenig darüber nachgedacht worden, was es heißt, dass wir Objekte haben. Es sind Texte, Bilder, Bücher, Musikstücke, aber gleichzeitig sind sie vollkommen immateriell, tatsächlich nur Datenströme, die durch ein technisches Gerät auf einer zweidimensionalen Ebene visualisiert oder hörbar gemacht werden müssen. Und die Vor- und Nachteile dieses Prozesses werde ich in meiner Einheit analysieren.